Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Warframe-Video. Und zwar schauen wir uns heute mal die, ja, nicht mehr ganz so neue HUD an, aber für neue Spieler vielleicht nicht schlecht, so als Einstieg. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht hatte, weil ich meine, ich hätte das schon gezeigt, so unser Traumschiff, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Jedenfalls, damit sich neue Spieler vielleicht ein bisschen schneller zurechtfinden, erkläre ich mal hier so ein bisschen die Funktion des Raumschiffes, die ihr übrigens, wenn ich mich nicht irre, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, zu meiner Zeit war es so, die ihr euch dann so mit Missionen nach und nach freischaltet. Im Normalfall spawnt ihr hier im vorderen Bereich des Raumschiffes. Schöne Aussicht hier draußen, wie man sieht. Vor der Sternkarte. So, die Sternkarte, ganz klar mit X aktivieren. Dann könnt ihr euch hier die verschiedenen Planeten anwählen, um die Mission darauf zu machen. Oder aber eben hier Alarmierungen. Was haben wir denn da? Auslöschung, Gefangennahme, naja. Alarmierungen oder eben hier so bestimmte Offensiven oder eben eure Syndikat-Missionen. So, wenn wir uns jetzt hier mal einmal ein bisschen rüberdrehen, dann haben wir hier auch nochmal unsere Syndikate oder die Syndikate, die es gibt. Im Überblick können uns dann da eben eins auswählen, welches wir machen wollen oder wo wir von welchem wir was kaufen wollen. Ich muss hier mal wieder was kaufen. Ich bin da schon wieder auf Maximum, aber das machen wir alles später. So, hier haben wir dann Neuigkeiten. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, wenn zum Beispiel ein neues Update ist oder wie hier Ash Prime Assets, ja, das könnt ihr dann alles hier nachlesen. Hier haben wir das PvP, die Konklave, wo ihr dann auswählen könnt, was ihr machen wollt, wenn ihr denn PvP spielen wollt. Ich hab's in letzter Zeit nicht mehr so richtig gemacht. So, hier haben wir so ein kleines, ja, ich sag mal Archiv hier, beziehungsweise hier heißt es Codex. Hier könnt ihr halt gucken, so Begleiter, beispielsweise Wächter, Kubrow, was ihr schon hattet, was ihr schon gelevelt habt. Oder Waffen, Warframes oder Gegner, die ihr schon gescannt habt. Könnt ihr euch dann hier angucken, Besonderheiten, gegen was sind die schwach, sag ich mal. Also welche Elemente oder welche Angriffsformen sind gegen diese Gegner gut. Wo findet ihr den Gegner? Was kann dieser Gegner droppen? Alles wunderbar, schön hier. Oder Waffen eben halt. Welche habt ihr schon komplett gelevelt? Oder welche müsst ihr zum Beispiel noch so schräg gegenüber, oder was heißt schräg gegenüber, ist ja sogar genau gegenüber, haben wir dann den Marketplace, in dem ihr euch dann nach Herzenslust austoben könnt und shoppen könnt, entweder für Platinum, also sprich für echtes Geld in dem Sinne, oder manche Sachen gibt es auch für, Moment, ich guck mal gerade, manche Sachen gibt es nämlich auch für Credits, wie zum Beispiel hier die Braton, oder hier den MK1 Paris, ja, so quasi Anfangs-Equip. So, dann habt ihr hier noch die Ausstattung und so weiter und so fort. Ich versuche das alles mal ein bisschen schneller zu machen. So, dann gehen wir hier runter. Hier haben wir so einen kleinen Scanner, aber ich habe keine Ahnung. Den kann man an- und ausschalten. Aber ich habe keine Ahnung, wofür der ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wenn wir dann hier in den hinteren Bereich unseres Raumschiffs gehen, haben wir hier links unsere, ja, Mod-Station, bei der wir unsere Mods einmal hier so angucken können, welche wir so haben. Oder aber zum Beispiel sagen wir mal, wir wollen eine Mod erhöhen, beispielsweise zur Einkerbung. Dann könnten wir hier eine Fusion machen, um diese Mod entweder mit anderen Mods oder halt mit Fusionskern zu fusionieren, um die dann eben vom Level her zu erhöhen. Wir könnten die Mods allerdings dann auch verkaufen. Oder wenn wir vier Mods ohne Rang haben, ach, jetzt ist das ohne Rang. War das von immer so? Ich weiß nicht. Vier Mods ohne Rang haben, können wir die auch fusionieren. In der Hoffnung, dann vielleicht eine bessere Mod da rauszubekommen. Hier ist die Kubrow-Station. Ich habe momentan keinen aktiv, von daher ist da jetzt keiner. Ich müsste erst einen hier aus der Stasis rausholen, aber ich benutze die irgendwie nie. Also von daher ist da momentan keiner. So, dann haben wir hier unsere Schmiede, wo ihr eben gucken könnt, was könnt ihr schmieden, was Moment, hier, müsste hier nicht auch irgendwo die Ressourcen sein? Die Ressourcen, ne, das ist Verschiedenes. Aber jedenfalls, da könnt ihr gucken, was ihr alles so craften könntet. Am besten immer hier bereit zum Bauen, da gehe ich normalerweise rein. Denn dann seht ihr so, was schon fertig ist, beziehungsweise wofür ihr schon die ganzen Sachen habt, um sie zu craften. Hier haben wir dann, was in Arbeit ist. Da habe ich momentan nur den Orokin-Beschleuniger, den gab es vorhin für eine Alarmierung. Und ansonsten habt ihr hier dann eben so eine Übersicht, was ihr überhaupt so alles an Blaupausen habt. So, hier würde normalerweise der Wächter schweben, wenn ihr denn einen aktiv hättet. Habe ich jetzt auch nicht, von daher sieht man hier jetzt auch keinen. Und hier haben wir dann nochmal das Arsenal, wo ihr eben nach Herzenslust eure Warframes umändern könnt.
wo ihr dann euer Equip ändern könnt, wo ihr sagen könnt, jo, ich möchte einen bestimmten Wächter haben, ich möchte Ausrüstung haben, bla bla bla. Ach ja, der Loki Prime. Mensch, den spiele ich viel zu selten, wenn ich mir das so überlege. Ja, dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, so verschiedene Load-Opt-Optionen zu machen. Das heißt, wenn ihr im Mastery steigt, könnt ihr hier nach und nach immer mehr bekommen. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zusätzliche Slots, in denen ich dann so bestimmte Warframes drin habe. Hier habe ich momentan Mesa, die, Mesa sei schon C4, die muss ich noch ein bisschen umfärben, das gefällt mir alles noch nicht so. Hier haben wir Mesa, genau, Mesa. Dann habe ich hier was für Banshee, extra für Sarin, extra. Das könnt ihr dann hier umändern, könnt ihr hier sagen, ich habe jetzt hier, seht ihr ja, Duplikate 0 Slots verfügbar, man könnte diesen Slot auch löschen und dann neu machen, man könnte ihn umbenennen, wenn man jetzt sagt, so nö, da möchte ich lieber, keine Ahnung, Rhino Prime drin haben, benennt ihr den einfach um, wie ihr das haben wollt. Das wäre so das neue Raumschiff, das war jetzt richtig schön schnell Durchlauf, glaube ich, das war schön gehetzt mit sinnlosen Informationen dabei, die überhaupt nicht jetzt hier zu dem Video gehört haben. Aber vielleicht bringt es dem einen oder anderen neuen Spieler ja was, damit er sich hier ein bisschen schneller zurechtfinden kann, denn ich finde, gerade am Anfang ist das schon leicht verwirrend, wenn man dann hier so steht und dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist denn das alles? Das ist vielleicht relativ hilfreich. Wie gesagt, also zu meiner Zeit war es so, als das Raumschiff rauskam hier mit so, musste man in die Sternkarte gehen, dann hat man hier verschiedene Missionen auf irgendwelchen Planeten gehabt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so auf den Anfangsplaneten war das, mit denen man sich dann eben zum Beispiel die Schmiede freigespielt hat oder eben, hier den Kodex freigespielt hat und dieses hier musste man sich, glaube ich, auch erst freispielen. Da weiß ich allerdings nicht, ob es immer noch so ist. So, das soll es dann auch wieder dieses Video gewesen sein. Ich denke mal, das reicht. Wir gucken uns noch mal eben kurz hier so ein bisschen die Aussicht da draußen an. Ach, herrlich. Ach, schön ist das eine herrliche Aussicht. Ach, das gefällt mir wirklich gut. Aus der Haus und tschüss.